Xbox feiert unsere Erde im Namen des Earth Days. Mit am Start sind umweltbewusste Streamerinnen und Streamer, umweltfreundliches Merch von Minecraft und ganz viele Spiele. Xbox feierte beispielsweise den Earth Day 4 Tage lang auf ihrem Twitch-Kanal mit regelmäßigen Takeovers von grünen StreamerInnen. Hier wurde während des Spielens von Sea of Thieves, Stardew Valley, dem Farming-Simulator oder Minecraft aufgeklärt, wie man Gaming nachhaltiger gestalten kann. Langfristig möchte Xbox bis 2030 CO2- und abfallneutral und gar wasserpositiv werden. Ob das alles Greenwashing ist oder eine ernst gemeinte Ausrichtung des Unternehmens, bleibt natürlich abzuwarten. Aber wenn es mehr Bewusstsein für Umweltschutz im Gaming und innovative Projekte sorgt, die tatsächlich wirken, dann ist das doch willkommen zu heißen, oder wie seht ihr das? Es gibt außerdem eine Earth Day Sammlung im Game Pass, die aus Jurassic World Evolution für Cloud und Konsole, Subnautica Below Zero für Cloud, Konsole und PC, Craftopia ebenfalls für Cloud, Konsole und PC und Fee für Konsole und PC besteht. Zusätzlich bringen Mojang Studios neue Lehrinhalte in einen monatlichen Bauwettbewerb für die weltweiten Unterrichtsstunden raus, in dem die Schüler in einer Reihe von Minecraft-Welten, die im Zusammenhang mit dem Met Office entwickelt wurden, auf Expertinnen im Nachhaltigkeitsbereich treffen und darüber spielerisch aufgeklärt werden. Und dann gibt es noch eine Reihe von Designs, die in Spielen wie Age of Empires, Grounded, Forza Horizon 5, Halo The Master Chief Collection, Microsoft Jigsaw oder im Xbox-Menü verfügbar sein werden.